Es ist auf jeden Fall unangenehm, wenn der Strom abgestellt wird. Wie kann ich das also vermeiden? Und falls es doch dazu kommt, wie lässt sich diese Sperrung danach wieder aufheben? Alles Wichtige dazu erkläre ich jetzt in diesem Video. Erst nachdem man nach mehreren Erinnerungen an fällige Zahlungen nicht reagiert, bleibt dem Anbieter am Ende nichts anderes übrig, als die Stromlieferung abstellen zu lassen. Wann und unter welchen Voraussetzungen das erlaubt ist, ist in Deutschland ganz klar gesetzlich geregelt. So eine Sperrung verursacht zusätzliche Kosten für mich als Kunden und ist für alle Beteiligten unerfreulich. Daran hat auch der Energieversorger keinerlei Interesse. Was kann ich also machen, um eine Sperrung zu verhindern? Klar, zunächst mal sollte der Gesamtbetrag auf der letzten Mahnung so schnell wie möglich gezahlt werden. Dabei sollte auch bedacht werden, dass die Bank manchmal für eine Überweisung ein paar Tage Zeit benötigt. Wenn das nicht geht, unbedingt anrufen. Vattenfalls Kundenservice hilft dabei, gemeinsam eine Lösung zu finden. Notfalls auch in Kooperation mit Arbeitsagenturen, Sozialämtern oder Schuldnerberatung. Besondere Umstände, wie zum Beispiel medizinisch notwendige und lebenserhaltende elektrische Geräte, gelten als Härtefall. Hier muss schnellstmöglich ein Nachweis eingereicht werden, dann kommt es auch nicht zur Sperrung. Aber was passiert eigentlich bei einer Sperrung? Wenn die Zahlungen nicht wie vereinbart beim Energieanbieter eintreffen, schickt der zunächst mehrere Mahnungen. Darin wird dann auch erklärt, welche Folgen es haben kann, wenn weiterhin nicht gezahlt wird. Unter anderem eben auch die Sperrung des Anschlusses. Gibt es auf die Mahnungen keine Reaktion, beauftragt der Energieversorger den Netzbetreiber mit der vorübergehenden Stromabschaltung. Der schickt dann jemanden vorbei, um den Zähler zu sperren. Und ab dann fließt auch kein Strom mehr. Das ist auch der Grund dafür, warum zusätzliche Kosten entstehen. Die MitarbeiterInnen, die vorbeikommen, gehören nämlich nicht zum Energielieferant, sondern zum Messstellenbetreiber. Und der berechnet Aufwendungen für die Sperrung, die etwa 100 bis 200 Euro extra kosten. Übrigens darf vor Ort auf gar keinen Fall Geld angenommen werden. Die Rechnung kann also nicht bezahlt werden, wenn jemand zur Sperrung vorbeikommt. Wenn der Strom aber erstmal weg ist, was muss ich tun, damit eine Sperrung aufgehoben wird und der Strom wieder fließt? Klar. Die offenen Rechnungen müssen zunächst bezahlt werden. Also Mahnungen, Kosten für Sperrung und Entsperrung. Wenn die gesamte Forderung bezahlt wurde, gibt Vattenfall dem Netzbetreiber Bescheid. Der macht dann einen Termin, um den gesperrten Zähler vor Ort wieder einzuschalten. Dann ist auch der Strom wieder da. Alles geklärt? Prima. Weitere hilfreiche Informationen zu diesem Thema gibt es online oder natürlich direkt bei unseren KundenberaterInnen. Also, bis bald!